Hallo und herzlich willkommen zu Tech Talk Live heute am Dienstag. Ich bin AP und ich muss mich heute schon mal ein ganz klein bisschen entschuldigen. Ich bin heute nicht ganz live sozusagen, weil ich bin hier regional von einer Störung des Netzwerks irgendwie betroffen und die Upload-Rate reicht bei weitem nicht, um live zu streamen. Daher habe ich das heute Nachmittag hier vorproduziert und jetzt wird das von einer Stelle gestreamt, wo das Netzwerk hoffentlich stabil ist. Schon mal vielen Dank für den Service an der Stelle. Willkommen zu einer neuen Episode von Tech Talk Live. Heute geht es um YC Series und kreative Live-Sets. Dann kann man sich die Frage stellen, was sind eigentlich kreative Live-Sets? Wer YC oder vielleicht auch CP besitzt, hat vielleicht schon mal ein Live-Set programmiert. Wir haben gesagt, wir stellen das so ein bisschen unter den Oberbegriff kreativ im Sinne von vielleicht der Verwendung mal einer ungewöhnlichen Soundkombination von an jedem Fall Controller-Routings und vielleicht auch mal außergewöhnliche wirklich Effekte, der Einsatz von den Effekten, die wir ja in YC Series reichlich haben. Und all das zusammen haben wir praktisch unter dem Oberbegriff kreative Live-Sets gestellt. Die Live-Sets, die wir hier erarbeiten, werden dann anschließend mit vielleicht ein paar Tagen Verzögerung aber bei Soundmondo zur Verfügung stehen zum Download. Wir haben ja nun das Team erheblich erweitert mit dieser Saison. Das heißt, wir haben jetzt aus Spanien Gabriel Peso mit neu dabei. Wir haben aus Frankreich Joel Borg neu mit dabei. Wir haben in Italien Manuele Montesanti und natürlich in USA Blake Angelos. Und auch meine Live-Sets werden dann, wie gesagt, auf Soundmondo zur Verfügung gestellt zum Download. Und da kann man sich das dann mal ein bisschen noch genauer angucken. Ja, die Zeit läuft und darum starte ich direkt mal in das erste Live-Set. Also wir haben uns 5 Live-Sets vorgenommen, die wir so ein bisschen unter bestimmte sozusagen Vorbedingungen gestellt haben. Also das erste jetzt hier ist, dass wir sagen, wir wollen einen Layer erzeugen, der nur auf der Basis der Key Section besteht, also wo die Orgel nicht mit beteiligt ist. Und ich hatte ursprünglich gedacht, ich könnte alles tatsächlich from scratch starten, also mit dem initialisierten Live-Set. Das klappt aber zeitlich nicht ganz, weil wenn man dann die ganzen Effekte doch auch noch einstellt und alles drum und dran. Deswegen habe ich immer jeweils schon mal so eine kleine Basis vorbereitet und von da aus die entscheidenden Schritte werden dann dazu gearbeitet. Ich habe hier jetzt eins meiner Lieblings-E-Pianos, das 67er Arleigh Bright, schon mal als Basis für einen Layer mit auch ein bisschen Effekten, leichte Kompression und einen Chorus mit einer relativ langsamen Rate. Und das ist jetzt das sozusagen die Basis für den Layer. Und ich möchte da jetzt ein Pad hinzulayern. Das heißt, ich aktiviere jetzt einfach die Key Section B. Und in dem Fall steht das jetzt hier auch schon auf Synth, deswegen lande ich gleich bei den Pads. Das könnte aber genauso gut natürlich bei Pianos stehen. Und dann würde ich einfach auf Synthesizer wechseln. Das erste, was hier erscheint, ist das FM Saw Pad. Und ich möchte arbeiten mit dem Dark Light. Das klingt jetzt erstmal gelayert. So ist natürlich jetzt eine Oktave zu hoch, weil ich auch das E-Piano um eine Oktave geschiftet habe. Deswegen mache ich das mit dem Pad jetzt auch. Dann passt das schon mal besser. Ich würde jetzt hier so ganz leichte Effekte, das ist ja ein Pad, was hat schon Modulationseffekte. Das heißt, allzu viel muss man da eigentlich gar nicht mehr machen. Aber ich sage mal so einen ganz kleinen Symphonic vielleicht. Mal gucken. Das ist natürlich viel zu viel. Ja, so ganz leicht. Das soll genügen. Und was ich jetzt zusätzlich noch hinzufügen möchte, ist der sogenannte Harmonic Enhancer. Das ist so, wie der Name sagt, da werden so bestimmte Harmonics, also harmonische werden angehoben und abgesenkt. Damit kann man einfach nochmal so den Klang etwas beeinflussen. Ich aktiviere das also über den zweiten Effekt hier. Und bei der Gelegenheit, ich kann jetzt hier mit diesen Tastern, erstmal kann ich die sofort betätigen. Das heißt, ich muss das hier nicht unbedingt einschalten in dem Fall. Hier ist es was anderes, weil wir hier diesen Hardware-Schalter haben. Da geht es so nicht. Aber hier in der jeweiligen Effektsektion, die zu den Key Sections gehört, kann ich das direkt so aktivieren. Und ich kann jetzt natürlich hier, wenn ich
Man sieht es ja auch an der Zahl, dann 2 von 32, 3 und so, kann ich nach oben gehen, also mich vorwärts arbeiten. Ich kann aber auch gleich rückwärts gehen, wenn ich weiß, dass ein Effekt eher weiter hinten angeordnet ist. Dann bin ich einfach schneller. Das heißt, in meinem Fall gehe ich rückwärts und bin dann hier bei dem Harmonic Enhancer. Das ist die 32 von 32. Ich nehme die Depth und die Rate mal komplett runter und lasse einen Akkord über Sustain stehen. Und dann kann man so hören, was der macht. Der hebt da jetzt in dem Moment die Mitten ein bisschen an. So ein ganz klein bisschen davon möchte ich haben. Das kann so bei Pads zum Beispiel auch die Durchsetzungsfähigkeit so ein ganz bisschen erhöhen. Und damit soll das eigentlich erstmal gut sein. Was ich jetzt haben möchte, ist, ich möchte dieses Pad mit dem Filter beeinflussen. Wir haben ja hier diesen Knob, der zwei Funktionen hat. Eigentlich genau genommen sogar zwei Doppelfunktionen. Aber erstmal ist es der Envelope Generator, den ich hier steuern kann. Und wenn ich nochmal drücke, dann steht das die LED auf Filter. Dann kann ich eben den Filter damit öffnen und schließen. Und soweit erstmal ganz normal. Was man hier jetzt aber machen kann, ist, es werden hier, das ist ein sogenanntes One-Knob-Setting, mit dem mehr als ein Parameter, in dem Fall nämlich Filter und Resonanz, beeinflusst werden. Und ich kann jetzt tatsächlich diese Verhältnismäßigkeit oder die Art der Beeinflussung dieser Parameter nochmal beeinflussen, indem ich eine andere Tabelle wähle. Also es sind so vorkonfigurierte Tabellen. Ich zeige die jetzt mal kurz einmal, wie man über die Settings reinkommt. Nachher zeige ich auch nochmal einen Shortcut. Also ich gehe zunächst in die Settings. Sound ist richtig, weil es betrifft ja auch den Sound. Dann in dem Fall jetzt natürlich Key B, weil ich mit Key B arbeite. Und dann ist der Eintrag Filter Control. Ich habe jetzt hier, ohne es dazu zu sagen, einfach nur mit diesen Live-Set-Tastern gearbeitet. Man kann die Menüs natürlich auch hier über dieses Datenrad anwählen und dann direkt über Enter bestätigen, was man haben möchte. Aber es ist eben auch so, dass jedes leuchtende Live-Set einem Menüpunkt entspricht. Und damit ist man natürlich wahnsinnig schnell, weil man einfach, ne, wenn man weiß, okay, der Eintrag 4 oder 5, was auch immer ich hier auch brauche, das ist der, den ich jetzt hier beeinflussen will, da bin ich einfach schneller mit. Ich tippe jetzt also auf die 5, dann bin ich bei Filter Control. Und jetzt habe ich hier diese sogenannten, wie so kleine Tabellen, wie man sieht jetzt hier, Cutoff und Resonance. Also hier sieht man, dass zum Beispiel Resonanz ja flat ist. Das heißt, die wird über den gesamten Regelbereich nicht beeinflusst, weder angehoben noch abgesenkt. Und wenn ich dann hier weiter rüber gehe, dann sehe ich eben, dass zum Beispiel die Resonanzkurve sich ändert. Einmal dann auf Minus, nochmal eine andere Kurve Minus und auch die Filterkurve, also die Cutoff-Kurve, ändert sich zum Teil. Ne? Ist also immer praktisch eine Kombination dieser beiden mit unterschiedlichem Kurvenverhalten und klingt natürlich entsprechend anders. Ich muss gleich nochmal dazu sagen, die Wirkweise des Filters ist ohnehin ganz stark abhängig von der Voice, mit der ich arbeite. Das heißt, das verhält sich auf unterschiedliche Voices bezogen, ganz unterschiedlich dann auch. Ne? Also ich fange nochmal hier mit dem A an. Lass einfach das nochmal wieder stehen auf dem Sustain-Pedal. Wenn ich jetzt eine andere, sieht man schon gleich, ne? Oder hört man besser? Hier passiert gar nicht so viel. Hier ist wieder ein bisschen mehr Resonanz im unteren Bereich. Ja, das wäre jetzt so die Kurve A. Ich hatte ja gesagt, ich zeige auch nochmal einen Shortcut, wie ich damit arbeiten kann oder wie ich da schneller einfach hinkomme. Und zwar, wenn ich die Taste Exit betätige und gleichzeitig den Knob drehe, dann komme ich auch auf diese Tabellen und kann die direkt mit dem Knob wählen. Ich habe jetzt hier, das ist die erste, wie gesagt, ich nehme jetzt mal die zweite, weil die im unteren Bereich noch ein ganz klein bisschen mehr den Filter schließt. Das heißt, ich komme hier sehr weit runter, einfach ein sehr sanftes Pad. Und was ich jetzt machen möchte, ist, dass ich das Öffnen des Filters auf den FC7 lege, also auf den Foot Controller, den ich hier bei mir am Foot Controller Anschluss 2 angeschlossen habe. Und das geht auch ganz einfach. Ich gehe einfach auf Settings und dann in den Controller-Bereich. Wie gesagt, das ist jetzt hier die Position 4, in meinem Fall Foot Controller 2. Und dann Assign. Und jetzt muss ich einfach nur einmal diesen Knopf entsprechend ein bisschen drehen, dann ist das Assignment erledigt. Ich kann jetzt sofort, wenn ich den FC7 betätige, sieht man, dass es hier sofort mitnimmt.
Nun ist es so, wie ich ja schon sagte, abhängig von der ursprünglichen Voice, mit der ich arbeite, wirken die Filter- und Resonanzverhalten unterschiedlich. Hier ist es jetzt so, dass das ja überwiegend tatsächlich im ersten Drittel ungefähr was passiert. Ne? Danach passiert nicht mehr so viel. Damit ich aber jetzt im Grunde genommen nicht mich mit dem Pedal nur in dem ersten Drittel aufhalten muss, kann ich die Range jetzt verkleinern. Das heißt, ich kann ein Limit setzen. Ich gehe hier nochmal einen Schritt zurück und gehe jetzt auf Limit High. Und bei Limit High habe ich jetzt die Möglichkeit, eben das maximale Limit hier zu reduzieren. Gehe mal so auf irgendwas um die 40. Und jetzt, wenn ich jetzt das FC7 voll durchtrete, dann komme ich eben nur bis 40. Und dadurch lässt sich natürlich eine sehr, sehr feinfühlige Regelung realisieren. Ne? Kann also sehr über den gesamten Bereich des Foot Controllers kann ich sehr schön damit arbeiten. Über Settings kann ich wieder zurück. Und jetzt noch eine kleine Besonderheit. Alle Stellungen dieser Taster, wie hier jetzt zum Beispiel dieser Taster, der ja auf Filter steht, weil wir eben hier mit dem Filter gearbeitet haben, die Stellung lässt sich auch mit dem Live-Set speichern. Das heißt, wenn ich zum Beispiel jetzt den Filter assigned habe, dann heißt das ja, dass ich diesen Knopf für Filter mit Sicherheit nicht nochmal benutzen muss. Denn das kann ich ja jetzt über den FC7 machen. Wenn ich aber zum Beispiel an der Envelope noch was ändern möchte, dann kann ich das einfach umschalten und dann so umgeschaltet speichern. Und dann bleibt das so erhalten. Und jetzt könnte ich zum Beispiel eben den Regler nehmen, um bei der Envelope was zu ändern während des Spiels, wenn ich zum Beispiel am Ende eines Stücks so einen ganz sanften Fade-Out haben möchte, dass die Release-Zeit von alleine so abfällt, dann kann ich das eben machen, dass ich das dann einfach in dem Moment auf Maximum drehe. Bei der Gelegenheit auch für die Envelope gibt es diese entsprechenden Tabellen, wenn ich jetzt hier den Exit-Taster betätige oder eben ins Menü gehe, in die Settings gehe. Ich lasse das jetzt hier auf dem Standard mal stehen und dann kann man eben am Ende das von alleine so ausfaden lassen, finde ich sehr schön. Ich bin jetzt vom Sustain-Pedal runter und jetzt fadet das von alleine aus und ich kann trotzdem immer natürlich noch mit dem Filter arbeiten. Wenn ich das dann irgendwann beenden will, wenn mir das zu lang ist, kann ich einfach ganz sanft hier gegensteuern. Und dann ist irgendwann Ruhe. Ja, wenn mir das gefällt, kann ich dieses Live-Set einfach speichern. Ich gehe auf Store und suche mir einen freien Platz. Ich habe jetzt hier die Bank davor einfach mal leer gemacht und über Enter bestätige ich das. Und damit ist das erste Live-Set fertig. Ich gehe wieder in meine andere Bank, wo meine vorbereiteten Sachen sind. Das zweite Live-Set, was wir machen wollten, ist ein Layer, das alle Sections nutzt, also sowohl die Key-Sections als auch die Orgel-Section. Und ich beginne hier mal mit diesem sogenannten Mystic Pad. Das klingt so. Und ich habe das ja schon vorher benannt, damit auch das Naming jetzt hier nicht noch Zeit braucht. Das nennt sich Belly Pad. Ich möchte jetzt hier so einen glockigen Sound dazu addieren. Das heißt, ich aktiviere jetzt hier Key B und bin auch wieder im Synth-Bereich, kann hier wieder rückwärts gehen, weil diese Heaven Bell, die ich haben möchte, die ist da gleich ziemlich am Ende. Und dann kann ich das eben ausprobieren. Die ist auch wieder in der Oktavlage zu hoch. Das heißt, über Octave kann ich eine Oktave runter und dann passt das schon mal. Soweit, so gut. Und für diese Heaven Bell möchte ich jetzt so ein kleines Delay dazu addieren. Das heißt, ich aktiviere einfach jetzt hier wieder einen dieser Effekte, die zu der Section gehören. Und steppe mich bis zu Delay. Und zwar möchte ich das Cross-Delay verwenden und gebe dort ein bisschen mehr Rate. Und dann klingt das so. Na, dann habe ich, wenn ich Staccato spiele, ein bisschen akzentuiert spiele, kommt das Delay. Ich kann aber natürlich auch genauso gut eher so Legato spielen, dann hört man den Delay nicht so sehr. Das ist immer eine Frage natürlich dann auch der Spielweise, wie was reagiert, aber ich habe einfach Variationsmöglichkeiten.
Jetzt war ja die Aufgabe sozusagen, auch die Organ-Section noch mit einzubinden. Und da habe ich gedacht, ich mache auch mal ein bisschen was Spezielles, ein bisschen abseits vom Standard. Das ist ja eigentlich auch so unter dem Oberbegriff Creative Lifestyles gemeint. Ich aktiviere also jetzt die Organ-Section zunächst mal und sie startet mit den Standardeinstellungen, die ersten drei Drawbars offen. Ich will aber die Drawbars gar nicht nutzen, sondern ich möchte von der Organ-Section jetzt nur die Percussion nutzen. Und um damit nochmal so eine perkussive Note einfach in diese Pad-Kombination zu bringen. Ich habe das jetzt gerade einmal eingeschaltet erstmal. Und das ist jetzt die reguläre Einstellung der Percussion. Ich gebe mal hier auf Fast und ich stimme die gleichzeitig auch eine Oktave hoch. Dann habe ich so ein höheres Klicken davor. Und das ist soweit erstmal okay. Was ich jetzt noch machen kann, ist, ich kann hier auch so eine ganz leichte Kompression nochmal drauf geben. Es ist ja so, dass die beiden Effekte jeweils immer der Key Section zugeordnet sind. Das heißt, ich habe pro Key Section zwei Effekte und ich habe aber hier nochmal einen allgemeinen Insert-Effekt, den ich zuweisen kann, entweder zu einer der Key Section oder der Organ Section. Den aktiviere ich jetzt auf Organ, passt schon. Ne? Der Schalter entscheidet, wohin der oder von welcher Engine dieser Effekt jetzt verwendet wird. Und jetzt habe ich gesagt, ein bisschen eine ganz leichte Kompression, sodass das so ein bisschen knackiger noch kommt. Und was ich jetzt noch mache, ist, um dem Ganzen noch so ein bisschen so eine spacige Komponente zu geben, dass ich einfach den Hall auf Maximum setze, speziell für dieses Percussion-Element. Auch da kann ich dann hier eben beim Reverb den auf Organ stellen, auf nur Organ. Und dann gehe ich hier auf Maximum und dann habe ich so einen wirklich bisschen speziellen Effekt halt. Was jetzt noch ein bisschen stört, ist, dass ich den hier unten auch habe. Da brauche ich den eigentlich nicht. So konnte ich mir jetzt eben den Split Point setzen und kann sagen, dieser Perkussionsanteil soll eigentlich nur für die rechte Hand gelten. Ich würde mir den Splitpunkt jetzt hier auf D3 setzen. Splitpunkt grundsätzlich tippe ich auf Splitpunkt und dann kann ich den direkt hier mit der Taste wählen. Das heißt, ich tippe auf D3, da ist der Splitpunkt gesetzt und der angezeigte Splitpunkt, bei der Gelegenheit in Klammern wird nochmal der alte Wert immer auch angezeigt. Und der gesetzte Splitpunkt ist die erste Note für die rechte Seite des Splits. Ne? Und ich gehe wieder auf Split, um zurückzukommen. Und jetzt habe ich das tatsächlich, habe ich hier dieses Perkussionselement nicht, sondern habe es eben nur hier. Und jetzt kann ich last but not least sagen, vielleicht will ich das nicht immer, diese perkussive Variante. Dann kann ich mir einfach das Volume von der Organ Section noch auf den Foot Controller legen. Ganz einfach, wieder über Settings, wieder über Foot Controller, in meinem Fall Foot Controller 2 Assign. Und einmal kurz den Regler betätigen, über die Settings zurück und schon habe ich das jetzt hier auf dem Foot Controller. Ne? Ja, soweit so gut. Und wenn mir das gefällt oder alles fertig ist, gehe ich wieder einfach auf Store, eine Bank zurück und der Platz passt und sage Enter. Und damit ist die zweite Variante auch erledigt. Jetzt geht es weiter. Die Aufgabe im nächsten Live-Set war wieder eine Split-Layer-Kombination. In dem Fall sollte die Orgel den mehr oder weniger tragenden Part übernehmen für die rechte Hand jetzt. Ich habe jetzt hier erstmal die Orgel im Augenblick noch Full Range. Die habe ich mal so richtig ein bisschen mit Verzerrer und ordentlich Pre-Drive und allem, was dazugehört, so ein bisschen auf Vintage getrimmt. Man hört auch im Hintergrund das Leakage-Geräusch und alles sehr schön, weil ich das wirklich alles sehr hoch gesetzt habe. Ich wollte halt so einen richtigen rockigen Sound. So ein bisschen ist die Idee angelehnt an so einen Pop-Act, an einen englischsprachigen Pop-Act, der in, glaubt, überwiegend hier bei uns im deutschsprachigen Raum tatsächlich in den 90ern sehr erfolgreich war, wo mit einem Organ-Sample und einer Synth-Bass-Kombination dann eben so die eine oder andere Hit-Nummer geschrieben wurde. Und ich würde das jetzt eben auch so machen, dass ich das Keyboard splitte und auf der linken Hand dann eben mal einen Synth-Bass hinlege. Und zunächst mal muss ich die Orgel
hier splitten. Das heißt, ich gehe jetzt hier einmal auf Upper. Soweit ist das okay. Der Standard-Splitpunkt ist immer G2. Und den will ich jetzt wieder ändern auf C3. Das heißt, ich gehe wieder auf Splitpunkt, betätige C3, wieder Splitpunkt, dann ist der Splitpunkt da. Und jetzt hole ich mir die Synth-Bässe aus den Key-Sections. Zunächst mal den ersten, das heißt, ich gehe hier wieder auf Synth. Und hier kann ich wieder rückwärts gehen, weil die Bässe auch eher am Ende angeordnet sind. Und ich brauche als erstes diesen Boogie-Bass. Den muss ich natürlich auch nach links legen, damit der jetzt nicht rechts mit der Orgel spielt. Und soweit ist das erstmal okay. Da würde ich jetzt auch eine ganz leichte Kompression drauflegen, um dem so ein bisschen mehr Dampf zu geben. Und das hört sich gut an. Damit würde ich es belassen. Und jetzt würde ich noch eben, um es richtig fett zu machen, einen zweiten Synth was dazulegen. Da bleibt es im Moment jetzt gleich in Synth, weil ich da zuletzt war. Gehe auch wieder rückwärts und wähle hier den sogenannten Analog Bass. Und der ist jetzt eine Oktave höher. Das könnte ich so lassen, könnte auch ganz gut klingen, aber ich möchte den auf derselben Lage haben. Und auch da kleine, ganz leichte Kompression drauf. Und da würde ich tatsächlich auch noch einen kleinen Chorus drauf geben. So, nicht, dass es zu viel wird, aber. Ja, und was ich auf Bass auf keinen Fall geben würde, ist Hall oder so. Man könnte, wenn man wollte, ein klein bisschen Delay drauf geben, aber ich würde das tatsächlich so lassen. Ich finde das so okay. Und hier brauche ich eigentlich auch nicht weiter, keine weiteren Controller-Routings. Das heißt, ich würde das einfach so abspeichern, wie es ist. Wieder auf meine leere Bank. Und da sind wir. Und dann kann es schon weitergehen mit Nummer 4. Bei Nummer 4 geht es auch nochmal um eine Split-Layer-Kombination, in dem Fall eher so ein bisschen konventioneller. Ich habe mir überlegt, also alle die Kollegen aus hier Europa und auch Blake werden so ein bisschen unterschiedliche Live-Sets halten, natürlich vorbereiten, damit nicht irgendwie alles überall das Gleiche ist. Das heißt, jeder bringt so ein bisschen seine eigenen Ideen rein. Und ich habe jetzt mir hier für diese Split-Layer-Kombination überlegt, so ein Klassiker. Das heißt, ich würde mit der linken Hand oder auch mit beiden Händen zum Beispiel Orgel und Klavier in Kombination spielen wollen und den rechten Bereich vom Splitpunkt für eine Brass-Section vorbereiten, sodass man einfach da so Einwürfe mal spielen kann. Was ich schon fertig habe, ist jetzt hier ein Layer aus Klavier und Orgel. Das Erste, was auffällt, ist, Sustain wirkt im Augenblick nur auf das Klavier. Für diesen Fall würde ich tatsächlich das Sustain auch auf der Orgel haben wollen, weil ich nachher später die Orgel auf den FC7 lege und die dann einblenden kann, wann ich sie brauche und auch ausblenden dementsprechend. Und das macht sie natürlich gut, wenn ich die dann auch mit dem Sustain-Pedal halten kann, wenn ich rechts einen Bläsereinwurf spiele als Beispiel. Dazu gehe ich auch in die Settings. Und gehe wieder in den Controller-Bereich, in dem Fall auf den Receive-Switch, das ist hier der letzte Eintrag, und dort jetzt auf Sustain. Und dann kann ich das einstellen, individuell für jede Section. Und ich will es ja hier für die Organ jetzt aktivieren und gehe dann eben über die Settings wieder raus. Und jetzt ist die Orgel auch mit auf dem Sustain. So, jetzt wollten wir ja einen Split haben, das heißt, ich gehe jetzt hier auf die linke Seite. Wie man sieht, hat jetzt hier die Farbe gewechselt, der Drawbars, weil für diese Organ-Section im Augenblick war es so vorbereitet, dass für den linken Split-Bereich das Untermanual greift. Und es ist dann natürlich schön, dass das hier mit einer anderen Farbe angezeigt wird. Dadurch sehe ich das sofort, sonst wäre mir es vielleicht gar nicht aufgefallen. Und ich hatte aber ja meine kleine Registration, die ich vorher schon vorbereitet habe, auf dem Obermanual vorbereitet. Hätte das natürlich genauso gut auf dem Untermanual machen können, aber ich hatte es ja nun mal auf dem Obermanual. Dann muss ich hier einmal umschalten, dass praktisch die das Obermanual, also Upper Manual, in der sozusagen linken Hälfte der Split, oder auf der linken Seite des Splits liegt. Soweit, so gut. Das Gleiche mache ich für das Klavier, denn das soll ja auch nach links. Und hier würde ich jetzt den Splitpunkt mal auf C4 legen, damit ich hier mit der linken oder mit beiden Händen links spielen kann und rechts dann nur so Bläsereinwürfe spielen. Das heißt, ich gehe einmal auf Splitpunkt und wähle C4.
soweit so gut, über Splitpunkt wieder zurück. Jetzt kann ich eben hier die Kombination spielen, das ist natürlich zu tief, muss ich auch noch mit den Oktaven nach oben, weil das war ja vorher so auf Full Range vorbereitet, aber jetzt passt es. Jetzt ist es natürlich so, dass es jetzt hier das Beispiel nicht ganz so hundertprozentig passend für die 61er Tastatur. Wir haben ja auch die YC73 und die YC88. Da hat man natürlich dann wirklich bei der 88er oder auch schon bei der 73er mehr Bereich unten dann zu spielen, diese Kombination zu spielen und oben sich dann einen kleinen Bereich, je nachdem, wo man tonal hin muss, sich dann für die Brass Section zu reservieren. Das ist ja bis jetzt noch nicht passiert. Ich habe hier noch keine Brass Section, die hole ich mir jetzt über diese Section B, Key Section B. Ich aktiviere sie einfach und gehe jetzt hier auf Others. Da beginnt das mit den Strings. Dann kommen ein paar Gitarren und dann kommen irgendwann die Bläser. Ich möchte da, war glaube ich schon, da, den Sforzando Brass, den möchte ich gern haben. Ich gehe hier gleich mal mit dem Volume rauf. Soweit, so gut. Der Split ist also ja hier jetzt, ne? Wobei, hier habe ich noch nicht gesplittet, den muss ich noch auf rechts legen, damit er wirklich nur rechts ist. Was jetzt noch ist, ist, dass die Key-Section hier, der Brass, liegt auch auf dem Sustain. Das kann für manche Situationen gut sein, aber in meinem Fall ist es natürlich nicht. Ich möchte ja eher so im linken Bereich mit Sustain spielen und rechts dann nur so Einwürfe spielen. Das heißt, da müsste ich Sustain deaktivieren. Gehe also wieder in die Settings, gehe in die Controller und in den Receive-Switch und sage Sustain für Key B in dem Fall off. Settings raus. So, und jetzt kann ich hier eben mit der linken Hand, Entschuldigung, falsche Lage, und rechts dann eben ohne Sustain die Bläser spielen. Was ich jetzt noch gut gebrauchen kann, ist, dass ich mit dem Volume der Organ Section einfach mit dem FC7 arbeiten kann. Das realisiere ich wieder über die Settings und wieder über Controller, Foot Controller 2 Assign. Und nehme das Volume, und weil die Orgel auch im Verhältnis zum Klavier bei maximaler Lautstärke relativ laut ist, kann ich das im Limit High gleich ein bisschen reduzieren. Gehe hier mal auf sowas wie Mitte 80 oder sowas und dann zurück und dann gucken wir mal. Jetzt mal das Volume. Was ich natürlich noch machen kann, auf der rechten Seite jetzt hier die Bläser, kann ich noch auch mit einer leichten Kompression ein bisschen unterstützen. Gebe ich hier wieder ein bisschen bis zur Kompression, ein bisschen mehr Rate und dann kriegt er so ein bisschen mehr Dampf sozusagen. Ja, und wenn mir das soweit gefällt und alles cool ist, dann wieder entsprechend speichern. Das heißt, ich gehe auf Store, gehe wieder in mein freies freie Live-Set-Page und wieder zurück zu meinem nächsten Beispiel und auch schon letzten. Zeit ist running. beim letzten haben wir gesagt, wir wollen so ein bisschen irgendwie, wie ich eingangs schon sagte, so ein bisschen was unter dem Oberbegriff Special Effects machen. Ich habe hier jetzt vorbereitet im Augenblick eine Kombination, schon eine Split-Kombination, wie man ja im Display sehen kann, auch aus einem Pad, und auf der rechten Seite habe ich so diese sogenannte FM Bell Square. Das ist das Pad und das ist die Bell. Die Bell hat bis jetzt noch keine Effekte, das ist das, was ich jetzt eben hinzufügen möchte. Ich beginne mal mit der Bell zunächst mal mit einem Chorus. Denn das ist komplett trocken, während das Pad ja schon eine kleine Modulation noch drauf hat. Und hier passt der SPX-Chorus ganz gut. Würde ich tatsächlich auch so in den Standardeinstellungen lassen, nichts dran ändern. Was ich jetzt noch haben möchte, ist ein Delay. In dem Fall aber nicht dieses Cross-Delay, sondern ein Delay, was eher wie ein Echo wirkt, sodass ich damit entsprechend spielen kann. Das heißt, ich aktiviere hier wieder den nächsten Effekt und gehe, bis ich bei Delay bin. Und zwar nicht Cross-Delay, sondern Digital-Delay in dem Fall. Und stelle jetzt hier die Parameter so ein bisschen entsprechend ein, dass daraus so eben so eine rhythmische Komponente entsteht. Und dann kann ich das eben so spielen.
Um das Ganze jetzt noch so ein bisschen sphärischer klingen zu lassen, kann ich natürlich jetzt einfach nur dieser Bell wirklich nochmal extra Hall geben. Und da bin ich jetzt mal ganz verschwenderisch sozusagen. Der steht hier ja schon auf Key B. Wie gesagt, hier kann ich auch bestimmen, ob das, was ich gerade jetzt einstelle, auf alle wirkt oder auf eine Organ oder eine der Key Section. In dem Fall ist es ja B. Die Bell Square liegt auf B. Da bin ich jetzt mal, wie gesagt, verschwenderisch und gehe mal auf Maximum. Dann kriegt das richtig so, dieser Delay und der Hall geben dem Ganzen richtig so was Spaciges, Sphäriges. Das ist aber noch nicht alles. Wir haben ja noch zwei Effekt-Sections übrig sozusagen. Das ist jetzt ja hier die Speaker-Amp-Sektion, die im Fall von Orgel überwiegend natürlich für Rotary Speaker und auch Amp-Simulationen verwendet wird. Die brauche ich gerade nicht, aber ich habe hier ja nochmal einen Insert-Effekt, der auch nochmal die 32 Effekte anbietet, die ich dann eben frei zuweisen kann, wohin ich möchte, entweder Orgel oder eine der Key Sections. Ich will das jetzt auf B haben. Und da gehe ich auch wieder rückwärts, weil ich weiß, der Effekt, den ich brauche, ist relativ weit hinten. Und zwar ist das der Ring Modulator, die Ringmodulation. Ein relativ spezieller Effekt. Und ich gebe jetzt mal mit der Rate und der Depth komplett runter, damit man sich da so ein bisschen rantasten kann. Auf der Rate liegt der LFO dieses Ringmodulators und damit kann man eben ganz gut auch arbeiten, um zu bestimmen, soll das eher so eine rhythmische Komponente bekommen, sodass man den LFO wirklich hört, oder soll es eher zur Klangverfremdung führen. So ähnlich wie der High-Speed-LFO bei Montage und MODX, wo man ja auch, den wir ja mit einem der letzten Updates erst bekommen haben und wo man echt totale Klangformung mit betreiben kann, also was mit der eigentlichen Modulation, wie man sie im herkömmlichen Sinn kennt, gar nicht mehr so viel zu tun hat, also wo man dann ja wirklich auch diese Movements noch hört, sondern das ist dann eben nicht mehr hörbar, sondern verfremdet einfach den Klang bis zur völligen Verfremdung. Ja, und wenn ich das jetzt hier mit so einer kleinen Rate beginne und mit der Depth rein, dann hört man, wie das entsprechend wirkt. Ja, wie gesagt, da kann man arbeiten von fast clean bis zur völligen Verfremdung des Sounds. Sehr interessanter Effekt, sehr experimentell, kann man einfach mal ein bisschen mit rum experimentieren. Allein die Kombination, es ist erstaunlich, was man tatsächlich mit diesen zwei Reglern an unterschiedlicher Kombination hinbekommen kann, wie unterschiedlich das dann klingen kann. Ich kann natürlich auch jetzt, wenn ich möchte, könnte ich mir diesen Depth-Regler hier noch fix aufs FC7 legen, damit ich das dann eben mit dem Foot-Controller steuern kann. Ich gehe wieder einfach über Controllers, Foot-Controller 2, Assign und betätige einmal den entsprechenden Regler, gehe über die Settings zurück und wie man sieht, kann ich das jetzt hier eben entsprechend mit dem FC7 steuern. Einmal speichern noch und auf die Seite davor, da sind wir. Wunderbar, ja, damit sind wir auch schon am Ende. Ich denke mal, sogar schon leicht überzogen. Nichtsdestoweniger trotz, wir machen ja am Ende unserer kleinen Folgen immer noch mal aufmerksam auf unsere Services. Das möchte ich heute nicht vergessen. Allem voran Yamaha Synth, die zentrale, kann man sagen, Landingpage für alles, was um Yamaha Synthesizers drumherum interessant ist. Wir haben dort Artikel, wir haben Interviews, Beiträge unterschiedlichster Art, von Einsteiger-Tutorials bis hin zu FM-Programmierung, sehr umfangreiche FM-Programmierung-Tutorials, sehr interessant, wer da Interesse dran hat. Wir haben das Forum und Videos und alles, was man sich vorstellen kann.
IdeaScale ist eine Plattform, wo Ideen ausgetauscht werden können. Das können Ideen sein zu OS-Updates, also sprich Wünsche für das nächste OS-Update. Und das gilt, wie gesagt, immer für unseren gesamten Bereich, also im Grunde genommen angefangen von Reface bis hin zu MODX-Montage inklusive der Stage-Keywords CP 73, 88 und YC 61 bis 88. Und oder man kann auch bei IdeaScale natürlich gerne sagen, was Yamaha vielleicht als nächstes für ein Instrument entwickeln möchte. Und das Schöne bei IdeaScale ist, dass eben die Ideen durch ein Voting-System entsprechend nach oben oder unten rutschen kann, beziehungsweise man stellt einfach selber auch fest, gibt es überhaupt noch Mitstreiter in dieser Idee und wenn ja, wie viele. Soundmondo ist unsere Social Sound Sharing-Plattform, wo wir Sounds tauschen können, auch begonnen von Reface bis Montage auf der Synthesizer-Seite und auch die Stage-Keyboards CP und YC inklusiv. Soundcloud ist der Kanal Yamaha Synths Official Soundcloud, wo wir eben auch Demos haben, Sound-Demos, aber auch viele Interviews, Behind-the-Synth-Episoden, die wirklich sehr interessant und unterhaltsam sind. Ganz interessante Geschichte, auch mal vielleicht irgendwie zum Beispiel auf dem USB-Stick im Auto, kann man da mal reinhören. Und der Music Production Guide ist ein PDF-Magazin, das wir hier in Europa produzieren. Wir geben pro Jahr so zwischen 9 und 10 Ausgaben heraus, je nachdem, wie es immer alles mit den Timings so klappt. Und zweisprachig, wie gesagt, wir haben eine zentrale Seite inzwischen, wo sich das kostenlos heruntergeladen werden kann. Und man kann sich auch zu einem Newsletter anmelden. Aber die Informationen und überhaupt auch alle Links befinden sich unten in der Beschreibung des Videos. Last but not least haben wir die Seite Yamaha.io Tech Talk Questions. Dort können Fragen eingereicht werden zu den Tech Talk Folgen oder eben zu den Instrumenten. Und ich kann immer wieder nur anregen, wenn ihr Fragen habt, schreibt gerne in Deutsch. Ihr müsst also auch, wenn die Seite auf USA liegt oder in Englisch praktisch gehostet wird, könnt ihr in Deutsch Fragen stellen und wir greifen das dann auf. Ich habe jetzt für heute keine relevante Frage und die Zeit ist ja einfach, wir sind ja auch schon ein bisschen über der Zeit, insofern hätte das auch gar nicht mehr gepasst, aber vielleicht nächstes Mal kann ich dann nochmal wieder die eine oder andere MODX oder Montagefrage aufgreifen. Wir schauen einfach mal. So weit, so gut. Und last but not least noch einmal erwähnt, wer Lust hat, kann sich, wie gesagt, mit vielleicht ein paar Tagen Verzögerung dann die Live-Sets von Soundmondo runterladen, von den Kollegen aus Spanien, Frankreich, Italien, USA und von mir. Und wir freuen uns, wenn ihr wieder dabei seid. Vielen Dank fürs Dabeisein heute und wir freuen uns natürlich auch über Likes und Subscribes des Kanals. Und wir sehen uns wieder in 14 Tagen. Nächste Woche wird wieder ein ganz neues, spannendes Thema. Bleibt gespannt. Und wir sind wieder dran in 2 Wochen und würden uns freuen, wenn wir uns dann wiedersehen. Ich wünsche noch eine schöne Restwoche. Vielen Dank und bis dann.